Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Desolation. Ich habe gerade gesehen, dass man bei ganz normalen Händlern, oh Mann, Pokécandy kaufen kann. Und vielleicht ist das ja das, was es noch möchte. Ah ja, kann ich tatsächlich geben. Da steht es nur für Rogue-Pokémon, aber anscheinend ist das das, was man allen Pokémon geben muss. Möchtest du das? Yay! Juhu! Ja, ein Snom. Perfekt. Alles ist jetzt gut. Tut mir leid, Snom. Ich glaube, ich muss dich nach Hause schicken. Wir sehen uns später. So, okay. Dann hätten wir das geklärt. Mir fehlt aber hier immer noch eine Tagebuchseite. Und ich gucke mal, ob wir die noch irgendwie finden können. Wäre ja doof, wenn nicht, wenn ich schon zwei gefunden habe und nur noch eine fehlt. Hier oben war ich schon, nicht wahr? Das ist ja dieser seltsame Durchgang. Ja, hier ist nur die Höhle, nicht wahr? Ja. Nee, hier habe ich schon. Hier ist es jedenfalls nicht mehr. Hier hinten ist nichts. Auch gut. Ist hier unten noch irgendwas? Da war ich, glaube ich, auch schon drin. Ja, ist auch nichts mehr. Dann meine ich, habe ich noch hinten bei diesem Rutschrätsel eine Leiter gesehen. Würde ich sagen, da gehen wir als nächstes hin. War nicht hier, ne? Hier ist gar nichts. Und auch hier... Wo komme ich denn hier hin? Ach, hier ist ein Kristall gewesen, alles klar. Nee, ich meine, irgendwo bei dem Rutschrätsel war oben noch eine Leiter. Habe ich gesehen im Vorbeilaufen. War das ein anderes Rutschrätsel? Aber irgendwo war doch noch. Irgendwo war noch eine Leiter und ich meine, es war so Rutscheis daneben. Wo ist es denn? Ist das hier? Ah, hier glaube ich, war ich noch nicht. Nein. Aha. Okay. Gefunden. Oh. Da scheint die letzte Tagebuchseite zu sein. Okay. Warum rutsche ich da nochmal hin? Man weiß es nicht. Aus Verzweiflung oder so. Ah. Aha, sehr gut. Letzte Seite gefunden. Dann müssen wir jetzt noch zu dem Haus zurück und dann schauen wir mal, was in dem Tagebuch steht. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist ein ganz neues Problem. Rutschrätsel, aus denen man nicht mehr rauskommt. Shit, jemand muss mir helfen. Hallo? Jemand muss mich retten. Hilfe. Ich komme hier nicht mehr raus. Das ist auch ein ganz neues Problem. So, ah. Okay. Alles gut. Ich hab's lebend rausgeschafft. Huch. Nee, das war nicht richtig so. Das war immer noch nicht so richtig, richtig. Oh, komm schon, warum sind die Rutschrätsel heute so? Das ist ein Item, das ich noch nicht habe. Wie komme ich denn da hin? Hä? Wie komme ich denn hier drauf? Warum war ich da noch nicht drauf? Was ist dieser Ort? Hey, wie war ich denn hier noch nicht? Es gibt in diesem Wald einfach viel zu viel zu tun. Ich habe übrigens Pokémon gelevelt. Falls ihr das gerade noch nicht gesehen habt, an dem Pokémon, das jetzt Level 36 ist. Dass alle so ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Das wird wehtun. Oh, das wird doch nicht wehtun. Alles gut. Wir treten es. Ja, Hälfte Schaden. Das reicht auch. Warum machst du so viel Schaden? Mach das doch nicht. Level up und Fokusenergie. Warum wollt ihr denn das alles lernen? Die ganze Zeit Fokusenergie lernen. Alle. Mogrim, was ist das? Ah. Das war knapp. Alles klar. Mach nochmal Tiefschlag, okay? Ja. Danke. Mach halt nicht. Jetzt macht er Tiefschlag.
Das ist aber ganz schön fies. Roost willst du lernen. Was hast du denn bisher für Attacken? Ja, da haben wir doch was, das wir austauschen können. Okay. Ein Item, ein Schneeball. Cool. Komme ich hier irgendwo hin? Ja, natürlich. Oh nein, was ist das? Ein Hypertrank. Da, ich bin so weit gelaufen für den Hypertrank. Okay. Na, ich glaube, ich kann im Moment auch gar keine Hypertränke bekommen. Deswegen ist das in Ordnung. Kann man machen. Haben wir hier oben irgendwas außer diesem einen Item? Ah, noch ein Kristall. Aha. Okay. Die Frage ist nur, wo hat sich die Brücke gebildet? Ich habe nämlich nirgends Wasser gesehen, oder? Hm. Von wo komme ich? Ah, hier. Bin ich da links schon? Ja, da war ein Item. Okay. Hier war ich auch noch nicht drauf. Oh, hi. Wo bin ich denn gelandet? Warum war ich hier noch nicht? Warum ist das so verwirrend? Das ist... Also dieser Wald... Weiß ich auch nicht. Na, das wird leider egal sein, wie gut ich das mache, weil es Robustheit hat und weil es eh nicht down gegangen ist mit einem Angriff. Schön. Mit der Wasserattacke wahrscheinlich schon, weil das vierfach effektiv ist und das andere nicht. Aber egal. Okay. Aha. Direkt was Neues gefunden. Ist da oben eine Leiter? Oh, was ist das? Habe ich das da mit den Brücken gemacht? Sind das die Kristalle? Wahrscheinlich. Wild. Oh, der Kristall sagt, du darfst hier nicht durch. Hä? Oh, da, ach ja, ich komme doch hoch. Okay. Wir speichern mal, aber ich habe keine Ahnung, was... Oh, Frostetje. Ach, hier kann ich hier ein Frostetje fangen. Ein shiny Schlüssel. Aha. Komme ich damit jetzt vielleicht da oben in die Hütte rein? Oh, ich habe keine Lust, dahin zu laufen. Nochmal. Ein altes Frostetje. Oh. Es hat einfach angegriffen. Das hat aber viel Schaden gemacht. Okay. Na, ob wir das gefangen kriegen... Bin gespannt. Ja, halt dich mal hoch. Nein, nicht kämpfen, bitte nicht. Ah, das war so knapp. Frostetje, was tust du denn? Ich glaube, ein oder zweimal muss ich es noch heilen lassen, bevor ich es nochmal angreifen kann. Safe. Jetzt, so, das war nicht der Plan. Du sollst dich nochmal hochheilen. Oder bleib im Pokéball. Das kann doch nicht sein, dass du immer dreimal wackelst. Das Problem ist, sonst ist der Zufallswert. Der könnte das dann einfach weghauen. Wenn ich das nochmal angreife und es noch nicht genug KP wieder hat. So. Aber ganz vorsichtig. Okay. Okay. Das könnte besser laufen. Wir setzen mal Superbälle ein. Wenn es fast in den Pokébällen bleibt, bleibt es vielleicht da. Ja, okay. Sehr schön, das ist doch nett. Vielleicht brauchen wir das mal in der Arena. So ein Frostetje, das kann nicht schaden. Sehr schön. Dafür habe ich also die Kristalle gemacht. Na dann, ist okay für mich. Ist okay. Ach, da habe ich es doch vorhin schon probiert. Dieser Wald ist voller Rätsel. Ist das krass. Eine rätselhafte Route. So, das hätten wir alles gemacht. Ne, hier geht's nicht lang, glaube ich. Dass ich hier hinten noch nicht war. Wo geht's denn hier lang? Komme ich von hier? War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Da kam ich vorhin her. Okay. Aber wir gehen nochmal eben heilen. Und dann gucken wir uns endlich die Tagebuchseiten an. Eigentlich muss ich ja auch noch oben auf den Berg drauf. Ich muss nach meinem Snowman PC gucken, wie es dem so geht. Gab es da einen PC bei den Rangern? Ich weiß es gar nicht.
Lasst mich durch. Hier ist es sehr friedlich, muss ich sagen. Hier ist kein PC. Schade. Da muss ich wahrscheinlich in den Grid gehen. Aber habe ich keine Lust. So, wer kommt mit mir nochmal auf die Spitze des Berges, um zu gucken, ob der Schlüssel da reinpasst, der höchstwahrscheinlich nicht reinpasst. Yay, let's go. Jetzt habe ich noch einen zweiten Schlüssel. Irgendeiner muss doch mal passen. Ist das der richtige Weg? Ich bin hier viel zu oft langgelaufen, dass ich inzwischen schon komplett verwirrt bin. So, nein, das ist nicht der richtige Weg. Nee. Da unten ist vor allem... War da nicht gerade was? Hab ich das richtig gesehen? Da ist ja eine Leiter. Aber ohne Surfer wird das nichts. Und ich glaube, das dauert noch eine ganze Weile, bis ich einen Surfer kriege. Das müsste man sich eigentlich alles irgendwie aufschreiben oder so, wo ich noch wo hin kann. Damit ich das nicht vergesse. Aber nun. Ist das denn der richtige Weg? Warum ist denn der so lang? Warum? Warum? Und vor allem bin ich mir zu 90% sicher, dass ich den Weg komplett umsonst laufe, weil der Schlüssel da wieder nicht reinpasst, weil das wieder der falsche Schlüssel ist. Das... Nun, vielleicht ist da oben der Schlüssel, ist das der Schlüssel. Wobei, der müsste eine andere Farbe haben, das ist nur ein normales Item. Warum? Jetzt habe ich zwei blöde Schlüssel und nichts kann ich damit aufmachen. Was soll das denn? Das da oben ist nicht der Schlüssel, oder? Hier oben liegt auch kein anderes Item drauf, außerdem. Ich hasse alles hieran, ehrlich. Ehrlich. Ich glaube, wir machen hier einen Cut, damit ihr euch das nicht nochmal angucken müsst. Und wir gehen dann weiter und gucken nach den Tagebuchseiten. So, wir sind zurück bei dem Haus. Und ich habe jetzt hoffentlich alle Tagebuchseiten. Ich meine, drei Stück habe ich jetzt. Also sollte das ja jetzt passen. Ja, rein mit den drei Seiten. Du hast die Seiten richtig angeordnet. Man kann das Tagebuch jetzt zumindest lesen. Eintrag 1. Ich habe heute ein Mädchen getroffen. Helle, rote Haare... Nettes Lächeln, wirklich besonders. So jemand habe ich noch nie gesehen. Sie war echt besonders. So viel Mut in ihren Augen. Sie hat dafür gesorgt, dass ich mich seltsam gefühlt habe, als würde sie irgendwas verstecken. Ich glaube, sie weiß, dass ich auch etwas verstecke. Sie hat mir ihren Namen nicht gesagt, nur ihre Ziele. Sie waren nun sehr hochgegriffen. Eintrag 2. Wir zwei, zusammen mit meiner Schwester, wir könnten alles schaffen. Das gesagt, fühle ich mich immer noch seltsam in ihrer Nähe. Irgendwas ist falsch. Ich wäre ein Narr, wenn ich das ignorieren würde. Eine große Lücke. Viele Seiten wurden rausgerissen. Oh, Eintrag 10. Von 2 auf 10. Na, gut. Die Wahrheit hat sich wirklich endlich gezeigt. Nach all dieser Zeit ist sie nur eine Hülle für das. Ich muss verstecken, bevor es zu spät ist. Dieses Tagebuch scheint hier zu Ende zu sein. Du fühlst etwas Seltsames in der Luft. Was? Okay. Okay, das Tagebuch scheint weg zu sein. Eine Snowy Connection. Achso, da komme ich ja nicht rein. Traurige Geschichte. Okay. Nun. Das war wild. Ich finde immer noch, das sieht aus wie der... Oh, das Haus. Du fühlst, dass ein mysteriöser Schatten sich von dem Haus entfernt hat. Vielleicht ist er irgendwo hingegangen? Warum habe ich so viele Schlüssel? Wo passt denn welcher Schlüssel rein? Fies, okay. Wo ist der Schatten wohl hingegangen? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich glaube, wir haben jetzt in diesem Wald alles entdeckt, was man entdecken konnte. Dann würde ich doch sagen, begeben wir uns in Richtung Ausgang und gehen da mal weiter. Wo ist der denn? Irgendwo ganz unten. Da!
Da geht es jetzt jedenfalls raus. Ich habe leider die Arenaleiterin nicht gesehen, die mit den gelben Haaren und der gelben Jacke. Vielleicht kommt die jetzt noch. Route 3. Ach, wir sind noch gar nicht durch. Route 3. Ach, Pokémon heilen. Sehr nett. Hätte ich das mal gewusst. Hi. Ranger oder nicht? Der Berg war echt anstrengend. Du kannst dich hier gerne ausruhen. Dankeschön. Sogar ein PC. Ja. Meine neuen Pokémon. Guckt euch das an. Snom. Was ist denn ein Multimove? Was ist das, Snom? Ah. Okay, damit kann ich mehrere Pokémon bewegen. Ich war kurz verwirrt. Okay, wir sehen den. Okay, spannend. Boah, ich weiß nicht, ob das Wesen so fantastisch ist. Okay. Oh, immun für Zusatzeffekte. Das ist natürlich cool. Und das hier hat ein neutrales Wesen. Aha. Okay. Boah, was hat denn das hier eigentlich für schlechte Werte? Das wusste ich hier hinten an DV. Nun, okay. Cool, cool. Coole neue Pokémon, würde ich sagen. Und hier ist Gewürz auf der Brücke. Oh, Hardy. Nun, verdammt. Schon lange nicht mehr gesehen, Miri. Ich hoffe, du erinnerst dich. Es ist eine Weile her, seit wir uns auf Route 1 getroffen haben. Ich habe viel Zeit damit verbracht, um nach Silea zu kommen. Das ist der mit dem Sora, nicht wahr? Aber die Dinge sind kompliziert geworden gleichfalls. Ich habe hier echt Probleme gerade. Aber nichts Schlimmes. Weißt du was, Miri? Ich habe schon 3 Orden. Auch wenn der letzte irgendwie seltsam war. Das war kein normal Arena-Leiter, wie ich ihn erwartet hätte. Stattdessen hat er mir einfach den Orden gegeben. Oh, mir hat er keine Orden gegeben. Aber hey, egal. Ich denke, du gehst zurück nach Blackview. Ist noch immer ein weiter Weg von hier, Miri. Aber ich habe die richtige Idee. Ich habe mich schon sehr auf unser Rematch gefreut. Ich habe sogar dafür trainiert. Wie wär's, Miri? Wie wär's mit Runde 2? Ich bin bereit. Okay. Alles klar. Akani. Da haut der das Akani raus. Ist nicht sein Ernst. Oh, direkt paralysiert. Perfekt. Okay. Sehr schön. Mach es richtig fertig. Perfekt. Danke dafür, Hardy. Das Akani. Ja, hau deine ganzen Hypertränke auf das Akani. Ist okay für mich. Das ist die ganze Zeit paralysiert, wenn es endlich mal angreifen könnte. Und jetzt setzt es einfach nur nochmal neu Sonntag ein. Das war so traurig. Wow, Pupita. Pupita. Okay, ich würde eigentlich Wasser einsetzen, aber durch das Sonnenlicht macht das gar keinen Sinn. Deswegen treten wir einfach mal. Ach, es war gar kein Pupita. Ist egal, ich habe trotzdem gut Schaden gemacht. Sondersensor. Gut eingesteckt. Ah, gecrittet. Fies. Okay. Dann machen wir das mit einer Erstschlagattacke weg. So. Ist das dein Ernst? Xerox? Ich hasse ihn. Ehrlich. Was ist denn los mit ihm? Er könnte das auch einfach mal lassen. Warum hat er denn so OP-Pokémon? So, Wolverock hat ihn richtig auseinandergenommen. Galagladi. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich lachen oder weinen soll über seine Pokémon. Er hat so ein OP-Team. Was soll das? Was hast du denn für Pokémon dabei? Wo hast du die denn alle her? Ja, okay, natürlich. Noch ein Typ 0 hinterher. Ja, schön selber Schaden gemacht. Immerhin. Oh, ich habe ihm gar keinen Schaden gemacht. Okay, Hühnchen. Ich hoffe, du bist schneller. Nahkampf wäre schon irgendwie nicer von dem Schaden her, muss ich sagen. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Gescheinsattacke weg. Haben wir. Sehr gut. Pupita. Jetzt mal richtiges Pupita. Okay. Und da die Sonne nicht mehr scheint, können wir dieses Mal auch ein Wasser-Pokémon einsetzen. Schön, dass er nachher auch noch ein total OPes Despotar hat. Als wäre sein Team nicht schon
viel zu OP genug. Er hat echt nur OP-Pokémon mit, oder? Unsympathisch. Ich bin echt nicht überrascht. Ich habe es schon das erste Mal gesehen, als wir gekämpft haben. Irgendwas ist in der Luft um dich. Du bist besonders. Und auch das Pokémon, das du neu in deinem Team hast, das Wolverock? Okay. Nun, du willst, kannst dich wirklich mit der Pokémon-Liga anlegen, weißt du das? Wie auch immer, ich habe etwas gesehen, das dich vielleicht interessiert. Das grünhaarige Mädchen, sie ist deine Freundin, nicht wahr? Ich habe sie südlich von hier gesehen, in Addenfall. Sie sah wütend aus. Ich bin auch nicht gerade überrascht. Es gibt ein paar Leute, wirklich schlechte Leute, die hier in letzter Zeit rumrennen. Vor allem Füchse. Ich würde gern nochmal gegen dich kämpfen, aber ich muss etwas erledigen, bevor Amelia wütend wird. Oh, Amelia? Keine Sorge, deswegen. Wir sehen uns später. Okay, alles verwirrend. Was habe ich denn jetzt für eine neue Quest im Questlog? Die Füchse. Ah. Finde Ava. Okay. Gut. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, war es das erstmal mit der heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, macht es gut und Mirio.